Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gestern um 16.45 Uhr ereignete sich in Landsberg am Lech ein tragischer Zwischenfall. Nach Angaben von mehreren Augenzeugen sprengte ein junger, dunkelhaariger Mann die zentrale Unterführung und legte so den Verkehr für mehrere Stunden lahm. Was haben Sie heute bei diesem Unfall gesehen? Da war ein Junge mit einer Lederjacke und der ist einfach genau unter diese Unterführung auf einmal verschwunden. Und da drehe ich mich auf einmal und erstmal höre ich einfach so ein lauter Knall und dann irgendwie ist einfach alles in die Luft gesprungen. Ich meine, ich war wahrscheinlich 10 oder 20 Meter davon entfernt. Ich hätte mich einfach umbringen können. Ich glaube es immer noch nicht, was da passiert ist. Genau. Vielen Dank für dieses Interview. Und jetzt zurück ins Studio. Er tat dies, indem er sich in besagte Unterführung begab und dort einen unscheinbaren Rucksack zurückließ, bevor er hektisch flüchtete. Im Verdacht steht Alex B., ein 26-jähriger Student, der zur ungefähren Tatzeit in der Nähe gesichtet wurde. Er wird zurzeit gesucht. Wenn Sie Hinweise betreffend den Tathergang, den Täter oder seinen Aufenthaltsort haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizei. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Zwischenmeldung. Der gesuchte Alex Böhm liefert sich zurzeit eine Hollywood-reife Verfolgungsjagd. My family's glasses to the stars. My grandma smiling down.